And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. Last time we went to the hospital and talked to Marquis, where we learned that the gem is supposed to be delivered immediately to the Grandmaster. We don't know, which Grandmaster or Grandmaster of what, but it's probably some kind of Grandmaster of a Freemason Lodge, I would suppose. In any case, the purpose of that gem is to reforge the sword. We don't know what that is, but I think we're going to find out. In any case, there are a few puzzle pieces that we have and that we need to fit together. The gem, the tripod and the manuscript. And therefore we're going to talk to André Lobineau. But before we are going to do that, we are going to do to the police station, which might be a thing because we actually visit a murder last time. Marquis was murdered by someone disguising himself as his doctor, but before we are going to do anything at all, we're going to talk to this old lady here because there might be some new dialogue. And if there is, oh, hi. It's going to be hilarious. Hallo, mein hübscher Freund. Aha. We can talk to her about Nicole. Let us first show her the blood pressure measuring device. Was sagt Ihnen dieser Apparat? Als ich sowas das letzte Mal sah, war ich auf dem Weg in den Operationssaal. Der Arzt sagte, es gäbe nichts, worüber man sich Sorgen machen müsse. Ich habe ihm ins Gesicht gelacht. Wieso? Ich kann in die Zukunft sehen. Schon vergessen? Okay, what about Nicole? Haben Sie hier jemanden gesehen, der das Apartment von Mademoiselle Collard beobachtet hat? Ja, doch. Ein merkwürdiger Mann. Groß und dünn wie eine Bohnenstange. Er hat sein Gesicht versteckt, aber ich habe seine Augen gesehen, wie sie aus bösartigen kleinen Schlitzen herausgefunkelt haben. Was hatte er an? Einen langen braunen Regenmantel und einen Hut. Wie Humphrey Bogart? Ja, aber er hatte nicht Bogarts Charisma. Außerdem sah der Typ aus, als ob er dringend auf Toilette müsste. Sie haben noch nie jemanden gesehen, der dermaßen den Hintern zusammengekniffen hat. Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur. Das werden Sie ganz sicher. This is actually quite disquieting. I wonder whether this was Khan. Even though I wouldn't describe him as thin as a broomstick. Anyway, let us go to the poste police and talk to the inspector. Entschuldigen Sie, was wollen Sie diesmal? We can talk to him about the Hashashin. Haben Sie jemals von den Hashashin gehört, Sergeant? Gesundheit, bitte, was war das? Der Kult der Attentäter. Was wollen Sie mir sagen, Stoppard? Dass der Clown diesem Kult angehört. Ah, ich verstehe. Und welche Beweise haben Sie dafür? Wie Beweise? Ich bin zu dieser Schlussfolgerung allein durch logische Deduktion der vorhandenen... pseudo intellektuelles Geschwaffel. Überlassen Sie Ermittlungen in Kriminalfällen den Leuten, die sich damit am besten auskennen. Der Polizei. I want to talk to Sergeant, to Inspector Rousseau. Ist Rousseau hier? Ja, er ist da. Wollen Sie ihn sprechen? Yes, please. Ja, gerne. Einen Moment, Monsieur. Es ist dieser Stoppard, Monsieur. Er besteht darauf, noch einmal mit Ihnen zu reden. Vielen Dank, Moi. Was gibt es, Monsieur? Haben Sie von den Tempelrittern gehört? Die Templer? Aber natürlich, Monsieur. Ihr Ruhm ist in Frankreich ungebrochen. Wir haben sie nicht vergessen, wie der Rest von Europa. Es war allerdings der König von Frankreich, der sie verfolgte. Allerdings.
Das hatte gesessen. Unter seiner kultivierten Fassade steckte ein ziemlich unsicherer Kerl. Sie sind offenbar ein großer Bewunderer der Tempelritter. Das waren Männer von großer Ehre, Monsieur. Die Blüte des Rittertums. Nicht jedermann sieht das so wie Sie, Inspektor. Nicht jeder teilt meine leidenschaftliche Liebe zu Bartok. Aber wenn die Tempelritter so ehrbar gewesen sind wie... Das langt jetzt. Ich habe kein Interesse an Ihrer unmaßgeblichen Meinung. It seems to be really invested into the Templars. Warum regen Sie sich so auf über die Tempelritter? Yes. Die sind doch seit Jahrhunderten ausgestorben. Ich hätte es nicht übertreiben sollen. Vielleicht waren seine Vorfahren Tempelritter. Warum auch immer, ich habe gesehen, wie der Zorn in seinen Augen aufgeflackert ist, wie ein fernes Sommergewitter. Die Tempelritter waren die ersten wahren Internationalisten. Noch heute, 800 Jahre später, ist die Welt in kleine Schnipsel zerstückelt, von nationalistischen, fahnenschwingenden Idioten. Entschuldigen Sie mich. I think the inspector is more than he seems. That was quite, well, revealing. Let us go to the Musée Grün. Sie sind sehr spät dran, Monsieur. Spät? Was meinen Sie damit? Naja, ich werde das Museum sehr bald schließen. Es würde Ihnen nicht gefallen, hier eingeschlossen zu werden, das kann ich Ihnen sagen. Nicht in dieser Abteilung. Warum nicht? Sie ist verhext, Monsieur. Sie glauben doch nicht etwa an Gespenster, oder? Und ob ich das tue? Vor 7 Jahren hat sich hier mal ein Junge versteckt. Hat wahrscheinlich mit seinen Freunden gewettet oder sowas. Als ich ihn am Morgen fand, war er kalt wie Eis und steif wie ein Brett. Woran ist er gestorben? Sie sagten, es wäre ein Gehirntumor. Aber sein Gesicht zeigte einen Ausdruck von derartig absolutem, totalem Entsetzen, wie ich es noch nie gesehen hatte. Gruselig. That's actually proper scary, okay. Now, we actually know that the... I think it was Marquet who told us that the tripod, well, actually Marquet himself, hired Flap and Guido to steal the tripod. So I don't know why we actually didn't mention that to the police at all. But we didn't, and therefore I think we are going to need to do something about that. Sagt Ihnen dieser Apparat etwas? No, Monsieur. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Let us first talk to Lobino and ask him about the sword. Hi, André. Hallo, George. Again, the subtitle said Georgie, but the dubbing said George, which is an important difference because... Okay, never mind. So unfortunately, the German dubbing isn't very accurate. Anyway. Haben Sie mal etwas von den Hashashinen gehört? Wieso? Ja, das war eine radikale Muslimsekte, deren Namen zum Synonym für Mord wurde. Sie entstand in Persien im 11. Jahrhundert, kurz vor den Kreuzzügen. Ungefähr zur gleichen Zeit wie die Templer. Ja, sie haben den romanischen Sprachen ein neues Wort beschert. Assassini, die Meuchelmörder. Wie sind die Assassini zu ihrem Namen gekommen? Das kommt von der Legende, die ihre geheimnisvollen Initiierungsriten umgibt. Einem jungen Mann, der in die Sekte eintreten wollte, wurde Haschisch gegeben, bis er ins Reich der Träume trieb. Wenn er erwachte, befand er sich in einem wundervollen Garten mit allem, was man sich nur wünschen konnte. Das frischeste Wasser, das köstlichste Essen, das ausgesuchteste Hasch und die wunderbarsten Frauen. Cool. Haben Sie die Adresse? Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Diesen Vorgeschmack des Paradieses gab es nicht umsonst. Hätte ich mir denken können. Am nächsten Tag erwachte der junge Mann wieder in seiner normalen Welt. Ihm wurde gesagt, dass er einen Blick in den Himmel werfen durfte, der für die heiligen Märtyrer reserviert war.
Ein Himmel, den er für den Rest der Ewigkeit genießen dürfe, wenn er sich den Hashashin anschließen würde. Was machten die Hashashin? Nun ja, wie ich bereits erklärt habe, waren die neuen Rekruten mehr als bereit, für die Sache zu sterben. Ihnen wurde beigebracht, wie man Dolch, Gift und Verkleidungen benutzt. Dann benannte der Großmeister der Sekte einen Feind Alas. Und sie setzten alles daran, diesen Feind zu eliminieren. Sie haben es erfasst. Sie kannten keine Angst und brachten den Tod. Existiert dieser Hashashin-Kult noch immer? Schauen Sie sich in der Welt von heute um und dann geben Sie mir die Antwort. Ich dachte, dass es Sie vielleicht interessiert. Jemand wird das Dreibein klauen. Das Lochmarn-Dreibein? Nein. Doch, ganz bestimmt. Ich kann Ihnen eine Beschreibung der Diebe geben. Bevor das Ganze überhaupt stattgefunden hat? Ich habe gehört, wie Sie den Einbruch geplant haben. Die verschwenden nur ihre Zeit. Das Dreibein wird durch ein hochmodernes Alarmsystem gesichert. Wie Sie meinen. Aber behaupten Sie hinterher nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Ja, we know what that modern alarm system is. It's a bell that rings very loudly. Warum leihen Sie mir das Dreibein nicht aus, damit es in Sicherheit ist? Weil ich es dann niemals wiedersehen würde. Oh. Sie trauen mir nicht? Das ist keine Frage des Vertrauens, George. Dieses Dreibein ist hunderte von Jahren alt und extrem zerbrechlich. Ich verstehe, was Sie meinen. Let me show you my blood pressing device. Haben Sie hierfür Verwendung, André? Ich glaube nicht, George. Not surprised. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. So we need to prevent the theft. And I actually still vaguely remember what you have to do. Obviously, we need to hide in that statue there. Der Stab dreht sich wie geölt und das Fenster über mir öffnet sich. Ein an der Wand angebrachter Metallstab führt zum Fenster. Ah, we can use that window in order to distract the guard. Okay. So that's one puzzle solved. Okay. Now we need to wait until he moves, then we can open the window again and hide in the statue. Wir schließen jetzt, Monsieur Lobineau. Schon? Der Tag hat einfach nicht genug Stunden. Mehr als genug für mich. Ich kann's gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen und die Füße hochzulegen. Eh bien, dann bis morgen. Gute Nacht, Monsieur. Hey, Guido, guck dir das an. Hör mit dem Blödsinn auf, du Idiot. Schieb deinen Arsch hier rüber und bring die Taschenlampe mit. Oh, Guido. Was soll das, du Blödmann? Du sollst hier runterleuchten. Die Mumie, sie wird lebendig. Wenn das eine Mumie ist, dann bin ich ein Waisenkind. Uh-oh. Okay.
Au. Shit. Okay, when we'll come back, folks, we'll try that again. So till next time, folks, until then.